Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir haben zum Ende der letzten Folge uns ja mal mit dem vorletzten Duell schon mal befasst, gegen den guten Darts, der uns dann doch ganz schön mit seinen Zwillingsmonstern weggefetzt hat. Ich wusste im Übrigen gar nicht mehr, dass die Zwillingsmonster in seinem Deck vorkamen. Aber gut, was erzähle ich? Das Spiel zeigt uns ja die besten Fortschritte in echte Freunde. Mit Karten, die zu dieser Zeit, in der diese Folge, sag ich mal so, spielt, gar nicht existiert haben. Deswegen, wer weiß wann und so. Aber naja, falls ihr darüber mehr wisst, wann denn die Zwillingsmonster erschienen sind. Falls ihr nicht wisst, was Zwillingsmonster sind, ich erkläre es im Kurzen. Es sind Effektmonster, die, wenn sie mindestens einen Zug lang schon auf dem Feld liegen, erst ihre Effekte aktivieren können. Und die sind doch ganz schön eklig. Aber gut. Wir schauen mal rein. Kann sein, dass wir es schon gehabt haben. Aber ich lasse es jetzt einfach mal kurz ein bisschen durchgehen. Ja doch, ich glaube, das hatten wir schon. Naja, macht ja nichts. Und wie immer mit dem Geschichtsdeck. So, Darts, dann wollen wir mal. Na, wir fangen mal als Zweiter an. Ich bin immer so der, so sehe ich immer dann, was mein Gegner als Erstes macht. Ich kann dementsprechend meine Strategie natürlich drauf aufbauen. Was dementsprechend dann heißt, was ich natürlich ziehe. Alexandrit-Drache. Ja, kann man mal machen. Gucken wir erstmal. Einfach mal random eine zerstört. Nehmen wir mal die. Wart. Sichere Zone. Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster in offener Angriffsposition auf dem Spielfeld wählst. Das auf Nummer kann wer als Ziel. Ja. Achso. Dann schauen wir mal, ob wir mit eleganter Wohltäterin drin was Besseres kriegen. Naja, ist jetzt nicht gerade viel besser. Brauchen wir bloß ihn. Ah. Natürlich jetzt doof. Kicken wir einfach bei der zweiten eleganten Wohltäterin kriegen. Das sieht doch schon besser aus. Das ist jetzt echt schwer. Gut, heben wir uns auf jeden Fall auf. Schmeißen wir den weg. Wie? Ich hab doch schon eine weggeschmissen. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch gerade schon. Ah, klasse. Ah. Tut mir leid, Magermädchen. Aber hey, ich hätte schwören können, ich hab doch hier schon. Die habe ich jetzt gerade. Achso, ja. Hm. Die hatte ich gerade bei einer. Gut, das macht nur, dass die Karte jetzt auf den Friedhof fliegt. Zack. Und zack. So. Na, will ich noch nie aktivieren. Gut, die lasse ich mal durchgehen. Habe ich kein Problem mit. Die nächsten lasse ich natürlich auch durchgehen. Wir bauen zuerst mal so eine kleine Verteidigung auf. Und zur Not, wie gesagt, haben wir immer unsere Spielkraft. Aha. Einmal pro Stufe, falls sich ein oder mehr Monster, die kontinuierlich durch Kampf oder ein Kartenfeld zerstört werden, ziehe eine Karte.
Okay, nein. Auch durchgehen. Mephist 2, gut, er macht nichts. Gut. Dann schauen wir mal. Topf der Gier. Oh, ja, passt ja eigentlich. Haha. Ja, hm. Ich warte aber, bis ich den letzten auch noch habe. Oh, nö. Man kriegt ja Bams, die 600 wieder. Geht unser Geier, unser Riesenschild zwar in den Angriff, aber naja, macht er nichts. Hey, nochmal. Was haben wir denn hier überhaupt so schön drin zu liegen? Genau, hier, aha. Aha, legendäre Ritterhammer, bla 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 bla. Man wird, okay. Die ATK und Defense dieser Karte gleich die ATK des Monsters mit den höchsten ATK auf dem Spielfeld. Den Gleichstand bestimmst du 1. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört wird, kannst du. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt mal wieder in den Verteidigungsmodus. Und ja. Abwarten weiter. Siegel von Orikalkos, ja, ja. Mal komm. Weiter brauchen wir nicht. Ruf der Gejagten. Na, hol ruhig deinen Alexandri-Drachen wieder. Macht er nichts. Bingo. Schade, gerade jetzt hätten wir einen Spiegelkraftdrachen hochbeschwören können. Gut. Mit unterschiedlichen Namen von deiner Hand. Gut. Aktivieren wir mal. Zu Alec. Dafür geht er weg. Und Bams. Aufgedacht. Und losgelegt. So, was sind eigentlich die Effekte von den dreien? Lassen wir erstmal hier lesen. Kann auf eine andere. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine offene Zauberkarte für Fallenkarte auf dem Spielfeld wählen. Verbanne das gewählte Ziel. Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst ein Effektmonster in deinem Friedhof wählen. Bis zum Ende deines nächsten Zuges wird der Name dieser Karte. Was war seiner jetzt? du kannst einen auf dem Spielfeld wählen. Verbanne das gewählte Ziel für. Du kannst Zauberkarte auf den Friedhof. Okay. Will ich aber eher hier. Und lass mir raten von Kritias. Ah, verdammt. Jetzt habe ich. Ah. Gut. Ich würde meinen, wir rocken jetzt einmal komplett durch. Es sei denn, er hat jetzt natürlich noch irgendwas, um das aufzuhalten. Nein. Ich würde meinen, damit haben wir den Sieg hinter uns. Hey, das war eine echt gute Runde. Und natürlich, wer darf den letzten Angriff machen? Unser Team ist. Nenne ich eine gute Runde. Also, hey, warum nicht?
Ja. Das Siegel von Urikalkos halten. Yay. So, Freunde, damit kommen wir jetzt endlich zum finalen Duell der Urserie von Yu-Gi-Oh! Natürlich wisst ihr alle, es geht definitiv danach dann weiter. Aber ich bin gespannt. Denn unser Gegner wird Yami Yugi sein und wir selbst treten nur als Yugi Muto an. Mit unserem Geschichtsdeck. Oh Mann, das wird jetzt wahrscheinlich ein spannenderes Duell als gegen Darth. Gut, wer hätte damit rechnen können, dass das am Ende alles so kommt. Aber gut. Oh Mann. Es ist gerade deine Hand durch einen Karteneffekt deinem Deck hinzugefügt wird. Du kannst die Karte nicht besser beschwören. Wow. Wenn diese Karte auf dem Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, füge ein Monster mit Defense oder weniger deinem Deck hinzu. Okay. Kann ich auch nur machen gerade. Na gut, Yami, denn bin ich aber mal gespannt. Vorhin gerade ein Fusionsmonster, Alter. Was hat denn der als Fusionsmonster? Ach stimmt ja, der spielt ja jetzt genau mit seinem Deck, mit dem wir eigentlich die ganze Zeit gespielt haben. Oh, der gefällt mir. Tada! Oh, so ein Gimme Me. So. Marshmallow. Unsere perfekte Verteidigung. Natürlich wird er jetzt Ritter des Ge jetzt. Natürlich wird er alle drei hier auf der Hand haben. Oder geschweige denn die beiden auf der Hand und. Bam! Mehr kann er ja nicht machen. Tja. Dann wollen wir mal hoffen, was wir ziehen. Levelaufstieg. Lege ein Levelmonster, das du kontrollierst, auf dem Friedhof. Beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung. 2, 3. Redcamper Level 5. Also, das ist der Level 7er. Der hat 2,8 sogar. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie viel der Level 5er hatte. Nicht, dass ich jetzt gleich mit einem unterlegenen Monster kämpfe. Ich versuch's einfach. Ja, wie viel schlagen kann's nicht. Aufsteigen. 2, 3. Gefällt mal. Aber ich weiß nicht, was da unten zu liegen hat. Ich habe das Gefühl, dass da unten eine Spiegelkraft zu liegen hat. Naja, wer nicht gewagt, der nicht gewinnt. Oh, er hat doch nichts unten zu liegen. Endphase. Und im nächsten Zug können wir sogar unseren Level 7er schon beschwören. Gut, jetzt geht er auf Verteidigung. Kann ich nachvollziehen. Okay. Bleibt von Zauberkarten deines Gegners während der nächsten Stamperface, nachdem diese Karte deinem Gegner Kampfschaden durch einen direkten Angriff zugefügt hat, kannst du diese offene Karte zufügen. Ja gut. Erstmal nicht Schwerter, ich will mal gucken, was du. Ah, deine Riesenschildwache. Naja. Stürmen erstmal deine drei Ritter. Gut, er geht wieder Verteidigung. Kann er eh nicht mehr machen. Monster Reinkarnation. Okay. Gut, gut. Ja, hm. Was haben wir denn da? Einmal pro Stufe, falls ein Monster, das du kontrollierst, durch Kampf zerstört, kannst du stattdessen ein Monster von Typ Fels von deinem Deck auf den Friedhof legen. Oh ja, können wir mal machen hier. Katapult. So. Haben wir schon mal trotzdem mal unseren Fluch des Drachen. Einfach nur um die Riesenschildwache da endlich zu pulverisieren. Oder warte mal. Ja. Die Riesenschildwache, die kann eigentlich noch Zug länger auf Feld bleiben.
Dich interessieren eher die verdeckten Karten. Je schneller wir sein Feld geräumt haben, desto besser. So, was hast du als nächstes vor? Yami. Nichts. Okay, was haben wir jetzt schon wieder? Blockgolem. Falls alle Monster in deinem Friedhof die Eigenschaft Erd haben, du kannst... bla bla. Interessiert man nicht. Gut, dann müssen wir halt mir mal kurz selbst Schaden zufügen. Ah, dadurch wird sein Effekt halt aktiviert. Hätte ich eigentlich auch andersrum machen können, aber gut. Ich bin gespannt, ob wir es noch schaffen, den Level 7 aufs Feld zu bringen. Der Trickster. Der hat ohne 2000er. Ne, der hat nur. Okay. Oder 3, 4. Oh, der überlebt ganz knapp. Oh, was passiert jetzt? Spielmarken. 3. Hm. Jetzt kleistert der sein Feld mit Spielmarken zu, oder was? Ach, Manometer. Gut, jetzt sollte es aber funktionieren. Hoffentlich. Ja, aber ich glaube jetzt könnte das Duell auch schon vorbei sein. Ich bin mal so frei, ich überlasse ihn Einzug einfach nur aus dem Grund, um ein bisschen Schabernack mit ihm zu treiben, weil ich den Level 7 aufs Feld bringen will. Oh. Passt auf, Leute, jetzt kommt's. Erstmal hier, Bams. Und Level 7 im Angriffsmodus. Verbanne auf eine Karte. Mal gucken, aber was haben wir denn überhaupt so schön im Deck? Ach, stimmt ja. Haha, durch den Effekt von unserem eigenen Dings können keine Zauberkarten mehr aktiviert werden. Ja, läuft. Dann darf der aber auch gleich einen Angriff starten. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass das Duell doch so schnell von der Bühne geht. Aber gut. Gut gemacht. Yugi, du hast einen großen Sieg für uns beide erreicht. Ich war so sehr fokussiert, das Spiel zu spielen, dass ich vergaß, dass wenn ich dieses Duell gewinne, was es tatsächlich bedeutet. Okay, ja. Durch den Sieg sende ich dich für immer weg. Hätte dann eigentlich stehen müssen, schicke? Gut. Nein, du hast die Tür für mich geöffnet. Dank dir kann meine Seele endlich wieder in Ruhe sein, ja. Ich gehe zurück, wo ich hingehöre. Das Schicksal brachte uns beide zusammen, für einen Grund. Und wir haben unser Schicksal erfüllt. Wir haben die Menschheit vor der Rückkehr der Schattenspiele geschützt. Und wir sind beide enorm auf dem Weg gewachsen. Ich werde dich vermissen. Du weißt, dass wir nie wirklich auseinander sein werden, oder? Die Gabe der Freundschaft, die du mir gegeben hast, und den Mut, den ich dir gab, wird in uns bleiben. Und das wird uns für immer zusammenbilden. Richtig. Ach, meine Fresse. Ich hasse es vorzulesen. Oh, jo. Nun, da das Ritual abgeschlossen ist, wird das Auge von Udyat. Alter, ey. Der die Tür in die Geisterwelt bewacht, erwachen. Und der Geist des großen Pharao, der im Millenniums-Puzzle für 5000 Jahre gefangen war, ist jetzt frei. Die Zeit ist gekommen. Sag dem Auge von Udyat deinen Namen. Ich bin der Sohn von König Aknamkanon, Alter. Mein Name ist Pharao Atem. Das hätten sie vielleicht auch noch einbauen können, finde ich. Oder meinetwegen, da sie ja so viel als DLC oder als Erweiterung einfach nur damit drin geschmissen haben.
das Kapitel, wo es im alten Ägypten noch weitergeht, vielleicht mit einbauen. Also ich persönlich muss sagen, man hätte so viel aus diesem Spiel machen können. Man hätte vielleicht, vielleicht nicht gleich ins 3D-Design, aber halt so, zum Beispiel mit dem Gebrüder-Paradox, das Duell, was ja fehlt, hätte man einbauen können in einem anderen Duellstil mit diesem Labyrinth, dass man wirklich wie in der Serie halt so vorgehen kann und pipapo. Ja. Oder halt, wie gesagt, was ich jetzt gerade gemeint habe, hier so dieses, das Ende. Was eigentlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, das müsste danach sogar kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Also nach diesem finalen Duell, wo es ja hieß, dass es zu Ende ist, dass sie dann nochmal in die Vergangenheit alle reisen und da nochmal die Katastrophe alle retten, besiegen und hast du nicht gesehen. Aber naja, das alles fehlte halt. Aber Freunde, wir sind mit der Serie Yu-Gi-Oh! Fertig. Gut, Serie abgeschlossen zu 51%. Liegt aber auch nur daran, weil wir ja überall jetzt noch die andere Rolle spielen könnten. Aber das werde ich vielleicht, ich betone vielleicht, privat machen. Und dann aber auch nur mit meinem Privatdeck. Weil mit dem Deck weiß ich, gewinne ich die Duelle locker alle. Aber gut, wie gesagt, das war das erste von guten 5 Kapiteln, sage ich mal so, von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und wir sehen uns dann in der Yu-Gi-Oh! GX-Kampagne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao!